Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ernst, denn ich möchte heute mit euch über meinen Stapel ungelesener Bücher sprechen. Ja, ich habe mir nicht so richtig überlegt, wie ich dieses Video aufziehen möchte, aber ich möchte vorweg einmal einen kleinen Disclaimer einschieben, denn ich weiß, dass das immer ein sehr heikles Thema ist, über einen Stapel ungelesener Bücher zu sprechen, insbesondere wenn er sehr, sehr hoch ist, so wie meiner es ist. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit den ungelesenen Büchern, die hier stehen. Es kann aber bei euch komplett anders sein. Das heißt, nur weil mein Stapel so hoch ist, heißt das nicht unweigerlich, dass euer auch so hoch sein muss oder dass ihr euch schlecht fühlen müsst oder dass ich mich schlecht fühle, sondern für mich ist das in Ordnung. Trotzdem möchte ich diesen Stapel gerne weiter abbauen und freue mich da einfach sehr auf Inspiration von euch, wie das machbar ist, wie das zu schaffen ist. Vielleicht habt ihr auch Lust, mir ein paar Aufgaben zu stellen zu meinem Sub, wie ich den irgendwie besser abbauen kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall über Inspiration. Ich möchte vorweg sagen, ich werde meinen Stapel ungelesener Bücher nicht aussortieren. Das heißt, keins dieser Bücher, die hier ungelesen sind, werden von mir weggegeben, bevor ich sie gelesen habe. Da fühle ich mich einfach nicht wohl mit. Ich weiß, dass viele das tun und immer wieder auch ihren Sub durchgehen und den regelmäßig ausmisten. Das tue ich nicht, weil es mir einfach zu schade wäre, um die Bücher für die ich Geld bezahlt habe in der Regel. Und da möchte ich dem Autoren, der Autorin, der dieses Buch geschrieben hat, für das ich bezahlt habe, zumindest so viel Respekt entgegenbringen, dass ich seine oder ihre Geschichte dann wenigstens auch lese. Ich weiß, dass ich das, dass es sehr lange dauern wird, all diese Bücher zu lesen, die hier stehen. Auch das ist mir vollkommen bewusst. Trotzdem, wie gesagt, wird keines dieser Bücher ungelesen bei mir ausziehen. Ich habe es in einem anderen Video auch schon mal erwähnt, dass ich tatsächlich immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich Emotionen damit kompensiert habe, Bücher zu kaufen und zu konsumieren. Das heißt, wenn ich mich über etwas gefreut habe, habe ich mich mit einem Buch belohnt. Wenn ich irgendwas Schwieriges überstanden hatte, habe ich mich mit einem Buch belohnt. Wenn ich einen schlechten Tag habe ich mich mit einem Buch belohnt. Und das möchte ich versuchen, im nächsten Jahr so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Trotzdem sind für mich auch Bücher kaufen und Bücher lesen nochmal zwei unterschiedliche Hobbys tatsächlich auch. Also ich liebe es auch, viele Bücher um mich zu haben, sei es gelesene oder ungelesene. Ich liebe hier meine kleine Bibliothek, die ich mir mittlerweile hier in der neuen Wohnung aufbauen konnte und mit der fühle ich mich sehr, sehr wohl. Bitte seht es mir nach, dass ich irgendwie böse Kommentare zu meinem Stapel ungelesener Bücher löschen werde, also die halt wirklich beleidigend sind oder ähnliches. Ihr könnt gerne Kritik äußern, gar keine Frage, solange sie konstruktiv ist und nett und respektvoll ist, dann ist das alles überhaupt kein Problem und ich finde es auch absolut in Ordnung, so einen hohen Sub, wie ich ihn habe, kritisch zu sehen. Das tue ich auch. Trotzdem ist er jetzt nun mal hier und wie gesagt, ich möchte ihn jetzt einfach auch in Angriff nehmen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich bis Stand heute, also 31.12.2023, alle meine Bücher, also wirklich alle Bücher, die hier in meinen Regalen stehen, die ungelesen sind, die ich ungelesen auf meinem Tolino habe, die ich zum Teil auch noch ungelesen auf meinem Kindle habe, den ich schon jahrelang eigentlich nicht mehr benutze, und auch Bücher, die ich bei Audible als Hörbücher mir gekauft habe, alle gezählt habe und somit eben meine Zahl an ungelesenen Büchern ermittelt habe. Ich habe sie dann alle in die Rido-App eingepflegt. Da gibt es ja extra eine Liste Stapel ungelesener Bücher und das ging tatsächlich sehr, sehr schnell, die einzuscannen, zumindest die einen Barcode haben. Bei den E-Books und Hörbüchern musste man halt eben immer den Titel eintippen und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass einige der Büchergilde-Bücher dort nicht eingepflegt seien. Da habe ich dann einfach irgendwie einen Platzhalter genommen, wo ich dann weiß, okay, dass es das eigentliche Buch eben nicht gab, aber ich habe dann ein anderes Buch, sage ich mal, eben als Platzhalter in diese Liste eingepflegt, damit ich tatsächlich trotzdem auf eine
stimmende Zahl komme. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne adden bei Rido. Ich heiße da Janina-Liest1308. Also eben wie hier auf YouTube auch, aber mit 1308, weil Janina-Liest war schon vergeben. Ich weiß nicht, wer von euch sich auch so genannt hat. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr mich da sehr, sehr gerne adden. Da würde ich mich sehr freuen. Dann könnt ihr meinen Lesefortschritt verfolgen und ich euren, wobei ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie intensiv ich Rido tatsächlich nutzen werde. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Es wird ernst. Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Mein Stapel ungelesener Bücher beträgt am 31.12.2023 1176 Bücher. Und das ist eine Zahl, die schon wirklich so ein bisschen den Kopf explodieren lässt. Ziel ist es auf jeden Fall, dreistellig zu werden. Das ist ganz, ganz großes Ziel. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt im Jahr 2024 schon klappen wird. Ich gehe nicht davon aus. Ich werde da bestimmt das ganze Jahr über mindestens brauchen. Ich gehe aber sogar davon aus, dass ich länger brauchen werde, um zumindest unter die 1000 Bücher wiederzukommen. Ich weiß, das ist eine Zahl, die ist wirklich krass und auch mich hat sie ein bisschen geschockt, wobei mir schon klar war tatsächlich, dass hier um die 1000 Bücher irgendwie ungelesen stehen, weil ich ja zuletzt umgezogen bin. Das heißt, alle diese Bücher sind mit mir umgezogen und darüber hinaus habe ich auch gelesene Bücher auch noch hier stehen. Das sind jetzt nur die ungelesenen. Das heißt, mir war aber ungefähr klar, wie hoch die Zahl sein wird. Nichtsdestotrotz, das jetzt nochmal schwarz auf weiß hier zu sehen bei Rido. Ich kann euch das auch einfach nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut lesen kann. Ich mache sonst nochmal einen Screenshot und blende den nochmal neben mich ein. Genau, hat mich dann doch ein bisschen schockiert tatsächlich. Und ja, jetzt soll der Abbau dieses Stapels aktiv angegangen werden. Wie gesagt, ich fühle mich nicht unwohl damit. Trotzdem möchte ich ja den Büchern auch den gebührenden Respekt zeigen und sie dann auch, ja, und den Autoren Respekt zollen und ihre Geschichten dann eben auch lesen. Ja, jetzt ist es raus. Ich bin auf eure Reaktionen gespannt. Wie gesagt, ich hatte schon mal irgendwann, da waren es nur irgendwie um die 800 Bücher. Ich hatte da mal so einen TikTok zugedreht und da sind die Menschen gefühlt schon explodiert innerlich und haben mir böse Kommentare geschrieben, wie das denn sein kann und warum ich nicht mal aussortiere, aber nicht in so nett, sondern in nicht ganz so nett. Ihr könnt mir übrigens auch sehr, sehr gerne bei TikTok folgen, auch wenn ich da gefühlt einfach eigentlich gar nichts mache im Moment. Ich wollte mal gucken, ob ich da ein bisschen aktiver noch werden kann, weil das ja ein sehr, ja, gängiges soziales Netzwerk mittlerweile ist, wo ja gefühlt jeder unterwegs ist. Gerade ich habe das Gefühl, Instagram und auch YouTube sind eigentlich so ein bisschen out. Trotzdem, ja, auf YouTube werde ich auf jeden Fall weiter aktiv bleiben, aber ich möchte auch versuchen, auf TikTok wieder mehr aktiv zu sein. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Viel mehr habe ich tatsächlich aber auch nicht zu sagen. Mich würde tatsächlich aber noch interessieren, wie hoch euer Stapel ungelesener Bücher ist. Habt ihr überhaupt einen? Ich kenne sowohl das eine als auch das andere. Also ich kenne Leute, die haben wirklich so drei Bücher ungelesen und sind voll happy damit, lesen die und kaufen sich dann irgendwie fünf neue oder so. Und ich kenne aber tatsächlich auch Leute, gerade die hier auf BookTube unterwegs sind, die wirklich ähnlich hohe Zahlen haben. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt für euch. Und wie gesagt, gerne, gerne Tipps zum Subabbau, Subabbau-Challenges, Subabbau-Aufgaben, irgendwas. Ja, dass es mir noch ein bisschen leichter macht, diesen Stapel wieder abzubauen. Klar, Lesen ist so das gängige Mittel. Wie gesagt, da versuche ich das jetzt auch wieder mehr in meinen Alltag zu integrieren. Ja, jetzt ist es raus. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken unten in die Kommentare. Bitte bleibt nett, das ist mir ganz wichtig.
Und ja, dann bleibt mir nicht viel mehr übrig, als euch einen wundervollen Tag zu wünschen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr trotz hohen Subs weiterhin meine Videos schaut und mich ja beim Subabbau einfach so ein bisschen begleitet. Ich freue mich über jeden, der da ist. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Tschüss!